Herzlich willkommen zur vierten und letzten Ausgabe, vorerst vom Museum im Dialog hier im Tirol-Panorama in Innsbruck. Heute unser Gast Sabine Bode, Journalistin und Autorin, extra angereist aus Köln. Herzlich willkommen hier im Tirol-Panorama. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch. Es geht um ein aus aktuellem Anlass leider überhaupt nicht lustigen Thema. Und wir haben uns gefragt, jetzt im Vorfeld, so inwieweit darf denn auch so ein Gespräch unterhaltsam sein oder lebensfroh? Frau Bode, haben Sie in Ihrer Erfahrung irgendwie, muss es immer ernst zugehen, wenn man um so ein Thema redet, um Krieg, um Spuren, um Traumata? Also ich mache das ja seit seit 2004, ja, also fast seit 20 Jahren mache ich Lesungen. Und so nach den ersten zwei Jahren habe ich festgestellt, dass am Anfang die Leute sehr angespannt sind. Das ist auch der Grund, warum ich immer gestanden habe, weil ich im Sitzen das nicht ausgleichen konnte, diese Spannung. Ja? Aber wenn dann so ein Pult war, hat ja niemand gemerkt, was ich mit den Beinen mache. Und das war sehr schön, dass am Ende, weil alle irgendwie erleichtert waren, dass ja jeder irgendwie damit zu tun hat und dass es jetzt mal die Zeit vorbei ist, dass man mit diesem Thema wirklich auch an die Öffentlichkeit gehen kann und das in der Familie besprechen kann. Jedenfalls diesen Eindruck vermittelten mir die Leute und es wurde immer lustiger am Schluss. Ne? Mhm. Ja. Der Krieg hinterlässt seine Spuren auch in der Psyche der Menschen. Je weniger darüber gesprochen wird, umso größer ist die Belastung. Sie haben viele Bücher geschrieben. Das erste ist die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen. Es geht also in Ihren Geschichten eigentlich hauptsächlich um den Zweiten Weltkrieg und die Kriegstraumata, die sich weitergeben an die Menschen bzw. an die weiteren Generationen. Jetzt haben wir im Vorfeld uns auch unterhalten, weil eigentlich sind Sie eingeladen worden wegen einer Ausstellung, wo es um den Ersten Weltkrieg geht und um die Kriegsdarstellung und die Propaganda im Ersten Weltkrieg in Tirol. Mittlerweile gibt es einen Krieg in Europa, in der Ukraine und wir haben jetzt gesagt, wir nehmen dieses Thema jetzt einmal kurz nach vorne. Ja, unbedingt. Und weil ja in dem Sinne ja auch jetzt in diesen Minuten wieder neue Kriegskinder entstehen. Und Fluchtkinder und alles, was ein Krieg sozusagen an Schrecklichem mit sich bringt. Und noch etwas, dass die Wahrheit verloren geht. Das ist immer das Allererste, in jedem Krieg, auf jeder Seite. Und das ist etwas, was für die Erwachsenen vielleicht nicht so eine Rolle spielt, weil sie ums Überleben kämpfen oder um die Existenz oder wie sie ihre Kinder in Sicherheit bringen. Aber für Kinder ist das wirklich schwierig, ja, später auch. Sie haben erzählt, Sie haben jetzt viele Anfragen auch bekommen von Zeitungen, von anderen Medien. Um was ist es da gegangen jetzt in Bezug auf den Ukraine-Krieg? Was wollten da Journalistinnen wissen von Ihnen? Oder? Ja, es ging um die Kinder. Es ging immer wieder um die Kinder. Und deshalb, das ist auch die Schlüsselgeneration, weil sie ist diejenige, die eigentlich nach dem Geschehen, wie auch immer es ausgeht, ist bestenfalls dran, was so im globalen Kontext Nation Building genannt wird. Also was ist passiert nach dem Balkankrieg, was ist passiert nach dem Zweiten Weltkrieg, was ist passiert, was versuchen sie in Afghanistan? Und da sind die Kriegskinder eigentlich die tragende Generation, aber sie werden geschwächt durch das Schweigen in der Familie, weil man muss sich das so vorstellen, auf der ganzen Welt ist für Eltern der Gedanke und die Erinnerung unerträglich, dass sie ihre Kinder nicht schützen konnten. Und das ist der Grund, warum diese Kinder von ihren Eltern nie hören, du hast gehungert,
ja, du hast immer Angst gehabt oder ein Russe hat dir deine Puppe weggenommen, ja. Und mir ist es einfach wichtig, dass das ins gesellschaftliche Gedächtnis eingebrannt wird, dass man nach 20 Jahren, wenn die schlimmsten existenziellen Nöte beseitigt sind und Sorgen, dass man dann anfängt, bei dem jeweiligen jährlichen Gedenktag gezielt die Kinder behutsam, aber auch gezielt auf deren Entbehrungen und deren Verluste und deren ständigen Verzichten müssen, dass man das anspricht, damit sie nicht mit einem falschen Selbstbild und sich zum Beispiel beschimpfen, wenn sie Angst haben, weil sie denken, sie haben nichts Schlimmes erlebt, sondern nur die Eltern haben was Schlimmes erlebt. Wir können da gerne nachher nochmal drüber reden, wie die Psyche von überlasteten Kindern im Krieg, wie die das regeln. Ziemlich schlau. Das ist eine gute Überlebensstrategie, aber keine gute Lebensstrategie. Also auf die Länge bezogen, weil in Ihren Büchern wird beschrieben, dass wenn etwas verdrängt wird, und da geht es ja auch um die transgenerationale Weitergabe im weitesten Sinne, das ist ja in erster Linie eine Überlebensstrategie. Ja, was sie machen, also Kinder machen Folgendes, also sie erleben etwas, was ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht, das nennt man Trauma, ja, was nichts Vergleichbares, und das kann natürlich, je kleiner die Kinder sind, umso schlimmer wirkt sich das aus, ja, umso schlimmer ist die Ohnmacht, umso schlimmer die Hilflosigkeit, umso näher ist der Tod. Und was diese Kinder machen ist, sie betäuben ihre Gefühle. Sie betäuben ihre furchtbaren Bedrohungs- und Angstgefühle. Und ganz kleine Kinder machen das so, die reden sich immer ein, mir geht's gut, alle sagen, es geht gut, 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 so. Schon etwas ältere Kinder, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, haben gesagt, Indianerherz kennt keinen Schmerz, ja. Oder vielleicht in der Hitlerjugend erworben, hart wie Kruppstahl zu sein. Und das Schlimme ist, diese Betäubung, wenn die nicht angesprochen wird, hält die ein Leben lang an. Und dann, also in Deutschland ist das ein Drittel der Generation. Und das heißt, dass sie überhaupt gefühlsmäßig ist die Kurve so. Kein großer Ärger, ja, aber auch keine große Freude. Und das heißt, deshalb, also als ich 95 angefangen habe, die zu befragen, ja, und immer nur vor die Wand lief, weil sie sagten, wieso, wir haben nichts Schlimmes erlebt, hat uns nicht geschadet, aber die Eltern, das war Ausdruck dieser Betäubung. Nur wenn sie dann krank wurden und es gab keine greifbare Diagnose, haben sie gedacht, sie bilden sich das ein oder haben sich selbst beschimpft oder geht doch total auf den Selbstwert, wenn man Schlimmes erlebt hat und das nicht weiß und wird krank und kann das nicht verorten. Ne? Und diese Generation soll die neue Gesellschaft aufbauen. Das funktioniert nicht gut. Ja? Darum sage ich, ich bin Journalistin, ich kläre gerne auf. Wir müssen das wirklich als internationales Wissen, müssen wir das verankern. Der Auslöser, warum Sie sich dem Thema überhaupt gewidmet haben, war der Jugoslawienkrieg in den 90ern. Ja. Können Sie da mal kurz erzählen, weil Sie waren Radiojournalistin davor und weil es ist jetzt nicht ein Thema, dem man sich sozusagen so einfach aus einer Laune heraus widmet. Wie war das, dass das erste Buch dann entstanden ist in weiterer Folge? Also der hat mich furchtbar mitgenommen, dieser Krieg. Also fast so viel wie das atomare Wettrüsten. Da hatte ich schon viel, viel Angst. Ich bin 2 Jahre nach dem Krieg geboren und hatte mehr Angst als die meisten Leute, die sich das nicht vorstellen konnten. Ich hatte eine gute Vorstellungsgabe. Ich konnte mir vorstellen, wie ein Atomkrieg in Deutschland, was das für Folgen hat. Die meisten haben da gar nicht zu Ende gedacht. Gut, beim Jugoslawienkrieg war es mir noch näher. Und ich ging abends ins Bett. Es ging immer darum, wie kann man das lösen, was heute auch viele Leute denken in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Und dann dachte ich, ja, man könnte es doch so machen, ja, weil damals
war ich nicht so schlau wie heute, dass ich nur zweimal am Tag morgens und abends mir die Nachrichten reinziehe, ne? Sondern immer wieder, obwohl es ja noch keine Social Media gab und so, aber es war schon alles reichlich. Und morgens wachte ich auf und dachte, das müsste das Lösung sein. Und so ging das wie ein Rad. Und die Kinder, da hatte ich das Gefühl, ich glaube, das war der Ausländer, die sahen ja, Auslöser, die sahen ja unseren Kindern ähnlich. Ne? Das waren, also wenn die in anderen Krisengebieten sind, die Kinder sind schwarz oder die sind in Asien, dann ist das für alle schlimm, aber es geht nicht so nah. Das, ich denke, das merken wir jetzt alle mit den Menschen aus der Ukraine, die sehen da alle aus wie wir, ja? Und sind angezogen, als kämen sie gerade vom Einkaufen, vom Shoppen in Berlin zum Teil. Ne? Da merkt man, die haben auch noch Zeit, bei der Flucht die guten Sachen anzuziehen. Ne? Und dann habe ich, das war die Journalistin in mir, dass ich gesagt habe, wie geht es denen jetzt eigentlich 60 Jahre später? Oder was ich, vor 30 Jahren, also 50 Jahre später. Also das muss doch irgendwelche Folgen haben. Also ich kannte die Holocaust-Forschung, und das war so eindeutig. Ich dachte, natürlich wird es nicht so gravierend sein, aber es wird schlimme Folgen haben müssen. Ja? Und dann fand ich nichts im großen BDR-Archiv in Köln, nichts Nennenswertes. Und dann habe ich das gemacht, was ich schon bei anderen Themen gemacht habe, die so verschwiegen waren. Ich habe einfach jede Gelegenheit genutzt, um die anzusprechen. Wirklich. Zugfahrt, Köln, Hamburg, habe ich geguckt, wer sitzt da so dass niemand zuhören kann, bin ich hin, Gespräch angefangen und dann irgendwann, wo sind Sie denn eingestiegen? Ja, in Bonn. Ja, entschuldigen Sie, Sie reden gar nicht rheinisch. Wo kommen Sie eigentlich her? Aus Danzig. So einfach ging das. Also angegraute Haare, ne? Wohnort, Geburtsort. Und schon hatte man ein Flüchtlingskind vor sich. Und an Kriegserinnerungen war heranzukommen, das war kein Problem. Aber die Frage nach den Kriegsfolgen wurden, also sagen wir mal, zu 92% oder 98% nicht beantwortet, weil sie es nicht wussten. Ich wiederhole es nochmal, die Eltern ja, sie nicht, wir waren Kinder. Sowas war für uns normal. Das war die Antwort. Aber wie das so ist, wenn man ein paar hundert anspricht, hat man dann irgendwann so viele O-Töne zusammen, dass man, ich hatte einen Auftrag für ein Stunden-Feature und die reichten. So. Und dann kriegten die an Leserpost 600 Briefe, wirklich Badewannen. Auf eine Sendung hin? Einzelne, ja. Und danach hatte ich auch nie wieder Schwierigkeiten, Leute zu finden, dann für meine Bücher und so. Das war alles, hatte sich damit erledigt, aber ich kriegte keine Aufträge. Da saßen immer noch die Kriegskinder und die wollten an das Thema nicht erinnert werden. Und das war eine Ausnahmeredaktion mit dem Ausnahmeredakteur. Schluss war. Und das brauchte einen Generationenwechsel, der war so Anfang des Jahres 2000. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich genau 5 Menschen, nicht mehr, einer davon war mein Mann, die das Thema wichtig fanden, wirklich wichtig. Alle anderen haben gesagt, ja, komm, es gibt Wichtigeres. Ja, also heute sind wieder Kriege und wir dürfen das deutsche Leid nicht die deutsche Schuld nicht durchs deutsche Leid relativieren. Ja, wir dürfen uns da gar nicht hingucken. Ist zwar wichtig, aber wir dürfen das nicht an die große Glocke hängen. So waren die an. Also wirklich 5 Leute haben gesagt, mach weiter. Und dann. Ja, und dann kam ein Generationenwechsel im WDR und der Redakteur sagte, Kriegskinder, ja, ich weiß, die sind ja jetzt bald alle weg, die wollen das Thema nicht. Her damit, das sind meine Eltern. Ja. So hat sich das weiterentwickelt. Ne? Kurz zur Definition, weil es ja nicht ganz klar ist immer, was sind die Kriegskinder eigentlich und was sind die Kriegsenkel? Gerne. Die Kriegskinder sind wie alt im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel? Ich habe mir vorgenommen, die Jahrgänge von 1930 bis 1945. Die bezeichnen Sie als Kriegskinder? Ja, die bezeichne ich als Kriegskinder und man muss eigentlich wenigstens von 2 Generationen reden, weil es einen Riesenunterschied macht, ob man bevor der Krieg ausbrach,
ob man da schon auf der Welt war. Ja? Also ob man noch sogenannte normale Zeiten erlebt hat. Weil die haben es in der Regel sehr viel besser verkraftet. Also wirklich schlimm ist so ab 38, die wirklich, wie sie denken können, war immer Krieg, das war normal. Ne? So. Und ich habe das auch, und ich werde es auch mal zu Ende führen, die Kriegsenkel sind die Kinder der Kriegskinder. Das heißt, sie können von 1955 bis 1980 geboren sein. Ja? Das ist wichtig, weil tatsächlich es einen Riesenunterschied macht, ob man Eltern hatte, die Kriegserwachsene waren, oder Eltern hatten, die betäubte Kriegskinder waren. Ja? Das ist einfach so und es hat sich immer wieder gezeigt. Nur es betrifft in beiden Fällen nicht alle der Generation, das wäre furchtbar. Da würde Deutschland wirklich immer noch, wir hätten nicht den Zustand, den wir heute haben, sondern ein Drittel. Nur ein Drittel macht einen großen kulturellen Unterschied. Ein Drittel ist viel. Zum Beispiel von diesem Drittel sind 10% haben eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung danach entwickelt. Das heißt, sie sind psychisch krank. Dieselbe Generation in der Schweiz, 1%. Also nur ein Zehntel. Das sind die Unterschiede. Ja. Und ich vermute mal bei den Kriegsenkeln, da gibt es natürlich keine Untersuchungen, aber meiner Erfahrung nach ist das einfach, ist es ähnlich. Ne? Ja. Ja. Sie haben mich gefragt, wie eigentlich die Situation in Österreich ist. Ja, genau. Ist. Wir haben bei der Herfahrt kurz ein bisschen diskutiert und philosophiert, weil ja die, jetzt sind wir sozusagen hier in Österreich. Können Sie mal erzählen, wie Sie die Situation auf die Nachkriegszeit in Deutschland kurz zusammengefasst interpretieren? Und dann kann ich darauf sagen, wie ich es in Österreich interpretiere oder empfunden habe in meiner Geschichtsauffassung. Wir hatten bis... Weil, um was vorwegzunehmen, es geht immer um die Täter oder Opfer. Ja, das ist absolut in weiterster Hinsicht. Wie soll es sonst sein? Also, in Deutschland hatten wir klagende Opfer. Ich denke, dass das so ähnlich war wie in Österreich. Ich bin so aufgewachsen, ich habe das nur gehört, aber zum Teil wirklich, die Lehrer waren alt in Westdeutschland, in Ostdeutschland waren sie, in der DDR waren sie jung. Alte, kaputte, schlecht gelaunte, wahrscheinlich auch verletzte, psychisch schwierige Lehrer. Und also es war eine richtig unangenehme Generation, diese Art von Kriegserwachsenen, Kriegsbeschädigten. Das war uns natürlich nicht klar. Aber wenn eine Lehrerin erzählt, sie schläft immer mit der Pistole unterm Kopfkissen, dann kann man sich vorstellen, dass sie schlimme Sachen auf einer Flucht erlebt hat. Heute. Aber vorher wusste ich das natürlich nicht. Ne? Trotzdem, dadurch, dass meine Eltern offen nationalsozialistisch geredet haben und der Meinung waren, dass alle anderen genauso denken, nur feige sind und das nicht sagen, und meine Eltern, ich habe auch nie da einen Widerspruch erlebt, aber ich meine, ich wusste, seit ich das Tagebuch der Anne Frank gelesen habe, dass das einfach, ja, dass das nicht geht, ja, so. Habe mich auch meiner Eltern geschämt. So, aber was der Hauptgrund ist bei uns, wir hatten ja 1968, da wurde die Schuldfrage, ja, wie konnte das passieren, zum ersten Mal auf den Tisch der Nation gelegt. Da wurden aber die Eltern natürlich nicht nüchtern und einfühlend befragt, sondern sie wurden eigentlich beschimpft. Ja. In meinem Fall war das richtig, aber in anderen Fällen muss ich mal sagen, war das also auf jeden Fall mindestens unklug. Also das Thema wurde weiter beschwiegen. Aber was passierte ist, dass eine neue Generation herangewachsen war an den Unis und bei den Historikern. Und es war kulturell nicht mehr erwünscht. Der Fokus der historischen Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg war diese unendliche Flut der Vertriebenen, 14 Millionen. Das hörte auf und tatsächlich, das war so ein richtiger Paradigmenwechsel. Und dann war es
die NS-Verbrechen, die Struktur des Nationalstaats, die Finanzen, die Kultur, alles. Das war alles ab Anfang der 70er Jahre ging das los. Ne? Und das hatte enorme Folgen. Und dann, als dann dieser Mehrteiler aus Hollywood kam im Fernsehen, Holocaust, da war das plötzlich, war es dann auch in Wohnzimmern gelandet. Zumindest reichte das aus, um sich mal mit den Eltern, also nicht mit meinen, aber andere erzählten, dass man dann teilweise auch tatsächlich mit Eltern noch mal anders reden konnte. Mhm. Aber in weiterer Folge, Sie haben erzählt, sozusagen diese Schuldfrage in Deutschland ist natürlich gewachsen. Also da die alle ja nicht schuld waren bis 1970 oder 71, ach, eigentlich bis zum Schluss. Ich meine, wir hatten Wehrmachtsausstellungen, das war eine Wanderausstellung, und trotzdem haben eigentlich alle, die in der Wehrmacht waren, gesagt, das stimmt nicht, ist alles Lüge. Und erst als 90-Jährige haben sie dann mit Tränen in den Augen auf irgendwelchen Kongressen gestanden, dass das leider stimmte, aber dass sie dafür keine Sprache haben. Also das war wirklich sehr ergreifend am Schluss. Aber wir, und ich sage, nehmen wir eine diese Jahrgänge, die von 1940 bis 1960 geboren sind, haben über Jahrzehnte alle persönliche Erfahrungen mit der übernommenen Schuld, dass man sich schämte, ins Ausland zu reisen, dass man sich bemühte, schnell Englisch zu lernen, in der Hoffnung, man hätte keinen deutschen Akzent, dass man natürlich auch angegriffen wurde. Und es war eine harte Zeit. Und ich habe das wirklich erst durch einen Auschwitz-Besuch Anfang der 90er, da bin ich sie losgeworden. Ja? Das war wie eine Pilgerreise. Da bin ich sie losgeworden, und wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich dieses Buch über die vergessene Generation nicht schreiben können. Und Österreich war in Auschwitz ja einige Zeit lang als erstes oder als ein Opferland auch ausgestellt. Ja. Also, und das, glaube ich, beschreibt Eck auch ganz gut die Rolle der Österreicherinnen und Österreicher, die ich zumindest empfinde, wenn ich mit deutschen Freunden rede, über die unterschiedliche Wahrnehmung, dass der Österreicher die Geschichte ganz gut sozusagen drehen und wenden kann, je nachdem, wie es vielleicht ganz gemütlich gerade ist. So. Mhm. Und Sie haben erzählt, dass es aber schon entscheidend ist, wenn es um die Traumata geht, ob man sich sozusagen in einer Täterrolle auch in den Generationen davor befindet oder in einer Opferrolle. Können Sie das kurz erklären, was da den Unterschied macht? Weil ich glaube, wir sollten erstmal über diese Weitergabe von Traumata reden. Muss man vorher erklären. Ja, weil das ist nicht so unbedingt, also Kriegskinder ist jedenfalls in Deutschland Mainstream. Aber das Zweite, dass man Traumata weiter vererben kann, der Konjunktiv ist ganz wichtig, also wenn, trifft es nicht die ganze Geschwistergruppe, da könnte ich auch noch gleich was zu sagen. Da geht es um die Epigenetik auch, oder? Ja, geht es um die Epigenetik, um diese ganz, die jetzt naturwissenschaftlich das bestätigen nach und nach, was die Psychologie und die Traumapsychologie und früher auch die Schriftsteller, auch schon aus dem 19. Jahrhundert, haben das auch schon gesehen, ja? Dass es sowas wie Vererbung gibt von schweren Schuldgeschichten und auch schweren Leichtgeschichten in Familien. Wie funktioniert das? Ja, also die Epigenetik sagt, also was primär weiter vererbt wird, ist Stress, erhöhter Level Stress und der Umgang mit Stress. Das impliziert, dass man ganz bestimmte dass man krisenanfällig ist und für diese Krisen keine gute Voraussetzung hat. Also Krisen gehören zum Leben dazu, und die meisten Menschen haben die auch. Ich kenne persönlich keinen, der in meinem Alter noch keine hatte. Und man kommt da irgendwie raus. Und wenn man nicht rauskommt, dann ist es, das ist dann, wo sich in Deutschland die Kriegsenkel angefangen haben, diese vergessene Generation zu lesen. Ja? Mehrheitlich ist dieses Buch von den Kindern der Kriegskindern gelesen worden, die plötzlich, die mich da zu Tausenden kontaktiert haben. Ich nenne die immer
Westdeutsche alles, die Generation Therapie. Ja, die lernen in der Therapie, dass gute Beziehungen wichtig sind. Die haben eine unheimliche Sehnsucht dazu, weil sie sagen, jetzt kommt der typische Therapiesatz, ich kann meine Eltern emotional nicht erreichen. Ja? Also so ein gestandenes Kriegskind, was so viel Schreckliches erlebt hat, denkt, also jetzt reicht's aber hier. Ja? Was soll das? Ist denn das für ein Quatsch? Ja? Und das andere ist, dass sie sagen, es war kühl zu Hause. Ja? Also die haben alles für mich getan. Also die haben eine super Ausbildung, einen tollen Start ins Leben. Die haben alle Auslandsreisen unterstützt. Aber uns trennt wirklich zwei unterschiedliche Kulturen. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, da sind zwei Menschen in der engsten Familie, die sind auf zwei unterschiedlichen Planeten aufgewachsen. Ja. So. Nichtsdestotrotz ist das Erbe wirklich schwerwiegend. Also man kann es auch über die Bindungsforschung erklären. Da ist es eigentlich am leichtesten. Also, wenn eine Mutter als Kind zum Beispiel traumatisiert worden ist und sie kriegt dann in den 60er Jahren ein Baby, ja, dann, nun, was machen Babys, wenn sie die schlafen, schreien, essen, scheiden aus? Ja, das ist so ihre Art der Kommunikation. Und diese Mütter konnten die schreienden Babys nicht aushalten. Und dann gab es über 25 Jahren in München den Dr. Brisch, der ist der Pionier gewesen, die hat eine Schreischule gemacht und hat Eltern beigebracht, die Signale der Kinder, der Neugeborenen zu erkennen und hat festgestellt, dass viele von denen, die das waren möglich und die haben gesagt, sie müssen sich gegenseitig die Elternpaare mal filmen, wenn sie ihr Kind versorgen. Und dann haben sie festgestellt, dass die, zum Beispiel ist ja meistens die Mutter, die das Kind wickelt und wenn das Kind geschrien hat, dann gingen die aus dem inneren Kontakt raus. Ja? Da ging ein Rollo runter. Das ist das Trauma, weil dieser Schrei, das eigene Schreien, was niemand gehört hat im Krieg, aufgerührt hat. Dann haben die eine Traumatherapie gemacht, die es damals schon gab. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, wo es herkommt, ist das nicht unlösbar, das zu machen. Und dann lief es. Ja? Also das heißt, wenn so ein Säugling ist so angewiesen auf diesen Glanz in den Augen der versorgenden Person, ja, also Mutter, Vater, aber es kann natürlich auch, wenn es ein Waisenkind ist, eine andere Bezugsperson sein, aber und wenn die aus dem Kontakt geht plötzlich, ja, nur weil es schreit, dann ist dieses Kind in Todesangst. Und das prägt sich ein. Das prägt sich total ein. Ne? Also das ist die einfachste Erklärung. Das heißt, das sind Menschen, die später im Leben, wie hat mir das eine beschrieben, deren Mutter, Geschichte von Mutter habe ich hier in dem Buch, das ist die hat das Kind schreiend auf dem Wickeltisch liegen lassen und ist rausgelaufen aus dem Haus. Ja? Und deren Tochter hat mich später mal kontaktiert und hat sich bedankt für den Bericht, das war die älteste Tochter, bei der das passiert ist, und sie sagt, sie versteht das jetzt endlich, sie hätte immer gedacht, die würde das so als Entschuldigung sagen, sie konnte das nicht akzeptieren. Und sie schrieb dazu, die Bindung zu meiner Mutter ist jetzt irgendwie okay, aber sie wird nie leicht und entspannt sein. Ja. Das kann die Folge sein. Das wäre jetzt aber sozusagen, das ist ein Verhalten, was sich aufgrund eines Traumatas auf die nächste Generation fortsetzt. Und da dann kann man es am besten erkennen. Und ne, dann gibt es aber jetzt neueste Forschungen in der Epigenetik, dass es auch über die Gene selber geht. Also und zwar, dass das Verhalten der Gene wird verändert, insofern, dass sie sich bei in bestimmten Stresssituationen an- oder ausschalten. Also normalerweise sind die angeschaltet und dann
wird eine gute Stressresistenz weitervererbt, aber in diesem Fall werden die ausgeschaltet, die dafür zuständig sind, die Gene. Die existieren aber weiter und das ist die gute Nachricht, dass nämlich jemand, der diese schlechten, diese ramponierten Gene in sich trägt, tatsächlich später im Leben durch eine unglaubliche Fürsorge, nur das ist fast den meisten Kriegskindern ist das nicht geschehen, ja? Weil sie wussten ja gar nicht, dass sie beschädigt waren, dass sie durch eine unglaubliche Fürsorge sich wieder einschalten. Das ist schon gut. Hä? Und mit dem Wissen jetzt noch einmal zurück, diese Täter, ja? Im Gegensatz zur Opfergeschichte, weil die Mutter, die das schreiende Kind versorgt, die aus einer Opferhaltung heraus reagiert, die kann das anders verarbeiten, die kann anders drüber reden, die kann in so einer Situation vielleicht eher, Sie haben gesagt, da geht es auch darum, dass die Gefühle authentischer erklärt werden. Heute, ja. Heute, damals nicht. Damals, sei denn, Sie waren bei Karl-Heinz Brisch in München, ja, bei dem Verbindungsforscher. Mhm. Aber ja. Was ist der Unterschied, ob man jetzt ein Kriegstraumata erlebt? Ja, also ich erzähl mal am besten an meinem Beispiel. Also die Eltern sind Nazis, verbergen das nicht, man schämt sich, ja, nur man ist nicht sicher, ne? Also man ist ja jung und denkt, vielleicht spinnen die auch nur oder so, vielleicht so schlimm kann es ja gar nicht sein. Und Sie haben mir gesagt, Sie haben 3 Kinder, also Kinder wollen, erklär mir die Welt, das ist der kleine Finger, erklär mir die Welt. Früh an. Und wenn Sie reden können, stellen Sie Fragen. Und Sie stellen alle Fragen, die in diesem Köpfchen sich bilden. Das sind teilweise ziemlich zielgenaue Fragen, weil Sie spüren emotionale Ungereimtheiten. Sie spüren, die Mama sagt zwar, es geht ihr gut, aber die wirkt nicht, der geht es nicht gut. Ja? Dann fragen Sie nach, stellen Sie irgendeine Frage in Bezug und dann sagt die, und dann kriegt die Mama Tränen in die Augen oder die Oma. Und dann weiß das Kind, diese Frage tut ihm weh. Und sie stellt die Frage nicht mehr meistens so ein Kind und vergisst es auch, dass gefragt wird. Wenn es eine Tätergeschichte ist, dann ist es eben so, dass da sind die angespannt, die Eltern. Oder können ja auch Mutter, kann ja auch Täterin sein. Dann sind sie angespannt und dann kommen so Sätze wie, was du immer alles wissen willst, sei nicht so neugierig, oder komm, wir machen ein anderes Spiel, ja. So, was da verloren geht, das erste Kind weiß, seine Gefühle sind richtig, ja. Mama hat, zumindest ist dieses Vertrauen in die erste Wahrnehmung, das ist weiterhin funktioniert es gut, ja. Und Menschen, die in psychotherapeutischen Berufen arbeiten, kommen oft eher aus diesen Eltern, die so Elendserfahrungen und Opfererfahrungen gemacht haben, weil man kommt irgendwie nicht so weit in dem Beruf, wenn man seiner Wahrnehmung nicht traut. Ne? Also das ist schon den ersten Eindruck nicht traut. So, und Leute aus dieser Täterirritation, die misstrauen dem immer. Ja, und die haben immer den falschen Partnertyp, die garantiert die Wohnung, in der sie nicht glücklich werden, egal wie oft sie umziehen, und sie bleiben lebenslang in einem Berufsmilieu, was überhaupt nicht zu ihnen passt. Ja? Mhm. Es sei denn, es macht irgendwann in ihrem Leben mal. Und das Glück hatte ich zwischen 30 und 40. Mhm. Ja? Das können aber auch sozusagen die Enkel, das kann auch die Enkelgeneration, ja, betreffen. Ja, natürlich. Natürlich. Also eher die, ja. Und das hatte ich auch. Ja? Aber das sind ja, wenn Sie das jetzt sagen, dann würden wir jetzt vielleicht so antworten, ja, das sind Ausnahmen. Nein, ich bin keine Ausnahme. Ich bin die Ausnahme, die diese Fragen in Ihren Seminaren, ich spreche das an, ja. Oder ich habe jetzt demnächst eine Lesung in Budapest, weil ich da im Herbst war und habe das angesprochen. Die haben da so Ohren gemacht und haben gesagt, Mensch, kannst nicht wiederkommen. Ich habe jetzt die Gruppe und das ist total wichtig. Ne? Ja, und Sie bekommen ja Feedback aufgrund Ihrer Bücher, die ja teilweise in der zigsten Ausgabe erscheinen. Ja. Und das ist ja auch total spannend, dass die
es kommen ja immer wieder Geschichten, auch teilweise dann 20 Jahre nach der Erstausgabe, wieder zu Ihnen, ja, weil irgendwer das Buch wohl liest und plötzlich die eigene Geschichte wieder drin sieht. Mhm. Es gibt eine Geschichte, wo ein Buch in Griechenland irgendwo übergeben wird und eine Touristin liest es mehr oder weniger zufällig. Nee, ein hochtraumatisiertes Fluchtkind, deren Vater gefallen ist, 39 geboren, ist nach Griechenland ausgewandert aufgrund permanenter Depressionen. Und zwar schon in den 80er Jahren. Lebt da ganz allein mit ihrem Töpferstübchen und beherbergt einzelne Touristen und Touristinnen. So, und dann hat eine Touristin das Buch da gelassen, dann hat sie angefangen zu lesen, hat mir einen Brief geschrieben. Immer wieder gelesen. Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt schreibe ich Ihnen meinen Eindruck. Und dann hat die auf einer Seite ihre gesamte Fluchtgeschichte plus wie das Leben weiterging, komprimiert. Und sowas, wissen Sie, wenn jemand durch ist, dann ist er in der Lage, das so auszudrücken. Wenn er noch immer sucht, dann braucht man ganz viele Seiten, ne? Und deshalb habe ich die auch später in der Neuauflage in dem Buch veröffentlicht, ich habe sie gefragt, darf ich das? Ja, ist klar. Und ja, so kann das sein, ne? Ja. Hat es da dann noch einmal später einen Kontakt gegeben? Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Nee, aber ich glaube, 2 oder 3 Kontakte danach noch. Mhm. Gibt es sonst Reaktionen auf Ihre Bücher, wo Sie ja oft wahrscheinlich Ihre Theorien bestätigt bekommen, oder? Gibt es da besondere Geschichten, die auch zeigen, was da oft dahinter steckt, was für Geschichten dahinter stecken, was für, denke ich mal, auch vielleicht auch Zufälle dahinter stecken, dass dann doch Jahrzehnte etwas aufkommt oder aufgearbeitet wird? Ich glaube, interessant ist diese Graswurzelbewegung in Deutschland, nämlich die der Kriegsenkel. Ja, das gibt es in keinem anderen Land. Ich habe gehört, dass es die inzwischen das Wort auch auf Polisch gibt, also in Südpolen ist da irgendwie schon sowas entstanden. Und diese Kriegsenkel haben sehr schnell, auch mit Erscheinen des Buchs, weil ich hatte in diesem Buch 2 Kapitel über die zweite Generation, weil ich habe die immer sofort zusammen gesehen und deshalb kannte ich die. Und die haben sich sofort wiedererkannt, okay, und dann 5 Jahre später erschien dann das Buch Kriegsenkel. Und dann haben sie Kriegsenkelgruppenaustausch gemacht, weil sie festgestellt haben, am besten wir unterhalten uns mit unseren Jahrgängen, ja, wenn wir meinen, das könnte an den Eltern liegen. Und nun ist das so, das haben immer wieder stand das in den Mails. Ich hatte eine Ausbildungsgruppe, meistens in sozialen Berufen, und irgendjemand brachte das Thema Kriegskinder auf und die Eltern. Und dann haben wir 3 Stunden lang plötzlich gesehen, was wir für Gemeinsamkeiten haben. Und gleichzeitig haben wir immer vorher gedacht, nur die Eltern haben so ein komisches Verhalten, ne? Und die gibt es bis heute, also die laufen ein paar Jahre, man will ja auch nicht sein ganzes Leben Kriegsenkel bleiben, also ich meine, gibt ja noch bessere Sachen und irgendwann ist man ja auch durch. Aber was sie auch, viele von ihnen machen, eigentlich fast alle, machen Familienforschung, ja, und decken da auf eine andere Art noch. Und wo machen sie die? In Archiven, in der Verwandtschaft, wenn die Eltern schweigen, das tun einfach viele. Weil sie, und das ist auch ihr gutes Recht, weil sie Angst haben, sie werden instabil im Alter. Also sie sagen nichts. Und ich sage immer, der gute Kommissar ermittelt auch im Umfeld. Ja? Also ist völlig klar. Und dann bei der Gelegenheit, gerade wenn man so in die Cousins-Generation geht, die ja auch schon als Kriegsenkel und Kinder so Ohren hatten, kann man ziemlich viel erfahren, ja. Und es gibt unzählige Möglichkeiten in Archiven, an die andere Leute überhaupt nicht denken. Und man kann das machen, man kann es auch lassen. Man kann auch, weiß ich, Familienaufstellungen machen, da halte ich jetzt nicht so viel. Ich finde immer, da bin ich einfach Journalist, den Fakten helfen am meisten. Und sie decken Familienlegenden auf, ja. Also laut einer interessanten Untersuchung, und ist im Buch veröffentlicht von Harald Welzer, und den Namen der Mitautorin habe ich vergessen. Opa war kein Nazi, heißt das, ja. Demnach haben
haben 14% der Bevölkerung den Juden geholfen. Ja, 14%, ganz schön hohe Zahl, ne? Und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Legenden, ich nenne das immer Stille Post, gibt es in Österreich sicher auch, dieses alte Spiel der Stille Post, wo man sich immer was ins Ohr flüstert und dann geht da der Nazi-Opa rein und irgendwann kommt der Anti-Nazi-Opa raus. Ne? Ja. Und wie geht man damit um, wenn man jetzt sich selbst damit konfrontiert und mit der eigenen Geschichte und dann draufkommt? Und also ich habe nicht eine Person gefunden, die das bedauert hat, erstmal. Sie haben vielleicht gedacht, ich hätte gerne noch mehr gewusst. Kann ja noch passieren, die leben ja noch eine Strecke. Bei mir war das ein Prozess zwischen 40 und 60, habe ich das meiste erfahren. Und zwar so viel, dass ich denke, es reicht. Man muss nicht alles wissen. Ich sage immer, es ist wie beim Puzzle, ja, viele Felder noch offen, viele Stücke liegen noch, Puzzlestücke liegen noch rum, aber man erkennt, es ist eine Katze. Das reicht. Plus der Kenntnis der Person, über die man da nachgeforscht hat, und plus historische Kenntnis und gesunder Menschenverstand. Wenn man das alles zusammennimmt, kommt man eigentlich zu einem Ergebnis. Es gibt Leute, die da auch noch 100% brauchen. Ich brauche nirgendwo 100%. Also wenn ein Arzt zu mir sagt, machen Sie die Untersuchung und so, da habe ich schon so oft gesagt, ich weiß, das ist, Sie wissen jetzt bei mir 80%, das reicht mir, oder 90%. 100% gibt es nirgendwo. Ich will das nicht. Und so ist es damit auch. Man braucht nicht 100%, nirgendwo, und es geht auch gar nicht. Können Sie jetzt noch einmal erzählen, was transgenerationale Weitergabe dann bedeuten kann mit dem Bild, da ist jemand, der meint, in seinem Leben ist alles in Ordnung, ist jetzt vielleicht 55 Jahre alt, ist in dem Sinn dann ein Kriegsenkel, oder? Ja. Ja. Und hat aber schlechte Träume oder bestimmte Verhaltensmuster oder Formen, die dann sozusagen da ist ein Trauma eine Generation drüber oder zwei sogar entstanden, mit dem diese Person eigentlich nichts zu tun hat. Ja. Was wäre das zum Beispiel dann? Depression? Eine Sucht? Panikattacken? Also eigentlich die ganze Palette der psychosomatischen Erkrankungen. Also das sind dann im seltenen Fall jetzt die Drehtürpatienten in der Psychiatrie. Aber die Leute sind nicht glücklich. Also so sozusagen Symptome, mit denen man gut auch noch mitlaufen kann. Damit kann man wirklich eine gute Chirurgin sein oder ein toller Anwalt. Man kann damit beruflich zum Beispiel sehr viel, diese Kriegsenkel, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber in Deutschland, die sind auch sehr ehrgeizig, ja, also das nicht so, also nicht ganz so tüchtig wie ihre Eltern, aber ich finde schon weil sie gemerkt haben irgendwie, also Hauptsache, es gibt ein Feld, auf dem du richtig gut bist. Deshalb sind die meisten in die Krise dann geraten, als das losging mit der Arbeitslosigkeit. Und da hatten sie kein Know-how, wie sie damit umgehen, ne? Also, aber wenn Sie jetzt reden von sozusagen den Kriegsenkeln und die werden alle so in einen Topf geworfen. 30%. Immer 30%. Ja, ich behaupte das jetzt mal, weil ich habe keine anderen Zahlen. Ich denke mal, von den Eltern ausgehend vielleicht 30%. Und wenn jetzt wer sozusagen kritisch hinterfragt, okay, das ist wie mit Sternzeichen, die Steinböcke sind so und die anderen sind so, haben Sie Fakten oder sozusagen Belege dafür, dass das wirklich auch, also wenn man dann nachschaut und die Geschichte, die Familiengeschichte hinterfragt, ist es wirklich so, wahrscheinlich in den meisten Fällen, dass dann erzählt wird, bei uns wurde nie darüber gesprochen. Ja, das Schweigen im Hintergrund. Das ist fast immer. Oder ein Überflutetwerden, das ist oft in vertriebenen Familien. Das auch mit ein Grund ist, warum sie mit der Vergangenheit überhaupt nichts zu tun haben wollen. Weshalb sie auch insgesamt die ganze Geschichte von Hitler-Deutschland ablehnen und da nicht hingucken. Ja. Wenn man jetzt einmal global weggeht vom Zweiten Weltkrieg in andere Kriegs- und Krisenregionen. Ja. Wir haben gesprochen über Kambodscha zum Beispiel, wo Jahrzehnte später Kriegskinder entstanden sind und eine Gesellschaft mit vielen Traumata. Gibt es da in der Wissenschaft, in der Forschung andere
sozusagen jetzt nicht nur auf den Zweiten Weltkrieg bezogen, andere Beispiele, wo man dann genau ähnliche Prozesse sehen kann? Ja, also es ist so, also meine Sorte gibt es international nicht sehr viel. Also nicht, dass sie in irgendwelchen Gremien sitzen und sagen, die Versorgung von Kriegskindern, das ist natürlich auch bis hoch zu in die UN, die ja dann auch Mittel ausgibt für die Ukraine und die Flüchtlinge und so weiter. Das ist aber dieses, was für mich jetzt im so zentral ist, ich habe das eben schon mal gesagt, also wie verhindern solche Gesellschaften, dass diese Kriegskinder so werden wie die deutschen Kriegskinder, dass sie erst, wenn sie quasi im Ruhestand sind, kapieren, dass sie Kriegskinder sind und dass sie erst dann anfangen, Gefühle zu entwickeln, die angemessen sind. Also 95, wenn nicht die Kriegskinder, wenn die von ihren Kriegserinnerungen erzählt war, das war entweder Abenteuer, meistens Männer, ja, Flucht war ja so lustig, aha, oder wenn das wirklich Grausames berichtet worden, als würden sie aus einem Telefonbuch vorlesen, völlig gefühlsfrei. Ja? Ich bin oft vom Fernsehen gefragt worden, besorgen Sie mir mal, ne, in 90er Jahren, könnten Sie mir nicht mal ein paar Kriegskinder besorgen? Und ich habe gesagt, es geht nicht. Also die in dem Buch sind, will ich sowieso nicht fragen. Und alle anderen, die können das, sie können die, ich war ja Rundfunkredakteurin, ich weiß ja welche, dass man Leute, die emotional nicht da sind, dass man mit denen keine O-Töne veröffentlicht. Das geht ja gar nicht, ne? Und was uns heute, wenn Kriegskinder interviewen und wenn die jetzt von früher reden, weil sie das so dran erinnert jetzt, der Krieg in der Ukraine, dieses bei sich sein, was uns nochmal so erschüttert, weil sie auch so erschüttert sind, die gab es in Mehrheit, mit der Mehrheit derer, die ich befragt habe, gab es die nicht. Ja? Also das ist wirklich interessant. Und da, also solange ich noch lebe und solange ich noch Verbündete finde, würde ich sagen, wäre das so jetzt noch so mein Wunsch, dass das genauso in den Mainstream unserer globalen Gesellschaft eingewebt wird, wie die Geschichte der Kriegskinder. Ja? Mhm. Das wäre gut. Aber jetzt war der Jugoslawienkrieg mit Auslöser, dass Sie sich dem Thema gewidmet haben. Gibt es zum Beispiel in Bezug jetzt 30 Jahre nach Ausbruch des Jugoslawienkriegs, gibt es da sozusagen eine andere Generation an Kriegskindern und eine Aufarbeitung oder ein anderes Umgehen damit? Also bei den Kriegsenkeln habe ich was festgestellt. Es haben sich ja alle gewundert, vor allen Dingen im Ausland, aber auch in Deutschland, 2015 diese Willkommenskultur. Das wurde nicht verstanden. Ich habe das schon verstanden. Ich fand es nur auch übertrieben, weil diese Kinder, weil die überfordert sind, da plötzlich mit Teddys und allem. Also das ist nicht kindgerecht für belastete Kinder. Die brauchen Ruhe und eine heiße Tasse Kakao. Ja? Gut, also ich denke, die haben das hoffentlich nachher alles auch gekriegt. Ich war nicht überrascht, als ja sehr schnell in Deutschland dann die Gegenstimmen waren. Ja? Also nach dem Motto, uns hat das auch nicht geschadet und keiner war für uns da und die sollen sich nicht so anstellen. Weil ich das wusste, dass in diesen vertriebenen Familien es zwei Lager gab. Die einen hatten die Fluchtkinder und auch die Fluchterwachsenen ihre Vergangenheit präsent und hatten das auch sehr gut den Jüngeren vermittelt. Und es gab die anderen, wo geschwiegen wurde überwiegend, aber die Kinder, die dann eben erwachsen waren, die 40 Jahre alt waren, die möglicherweise dann mit dem Teddy am Münchner Bahnhof standen, hatten das. Und ich meine, was wirklich gewachsen ist in Deutschland, ist diese Empathiefähigkeit. Ich habe nämlich, es gibt eine Sache, die dafür spricht, sehr deutlich. Im Jugoslawienkrieg hatten wir auch viele Flüchtlinge, genauso große Zahl, nicht so viele auf einmal, aber sehr große Zahl. Das waren aber, die Hilfe war, waren die Institutionen, überwiegend auch die Kirchen und so.
und mit vielen Ehrenamtlichen. Aber diese private Hilfe, die gab es nicht. Und die gibt es erst seit 2015 in Deutschland, und zwar sehr stark, immer noch stark, ne, obwohl die teilweise ziemlich viel Ärger kriegen, jedenfalls in Ostdeutschland. Aber so. Und ist jetzt auch wieder sehr stark in Bezug auf die Ukraine. Ja. Mhm. Ja. Also da glaube ich einfach, das ist dann so, ja, wenn man das Herz frei hat, Leute, die helfen, helfen, wenn sie nicht blockiert sind. Ne? Mhm. Dann helfen sie. Dann sagen sie, egal wie, ohne nachzudenken, das mache ich jetzt. Ne? Die Frage war bezogen auf, ob quasi die traumatisierten Kriegskinder im Jugoslawienkrieg, ob die das Ähnliche durchmachen jetzt als junge 30-Jährige, wie die Kinder, die hier beschrieben werden, oder ob sich da ein Wandel sozusagen, ja, oder ob das wirklich nur auf Na, sozusagen... Es ist leider selber. Also ich habe einen Hund, die Hunde haben, wissen das, man macht viele Kontakte, unterschiedliche Leute, und da gibt es ein Geschwisterpaar aus Bosnien. Beide kennen Traumakliniken, und die Schwester ist jetzt schon wieder da, getriggert durch den Ukraine-Krieg. Der Bruder hat in der Bekanntschaft rumgefragt, der hat kein Pfenniggeld, der macht Gelegenheitsarbeiter, hat rumgefragt, ich will Lebensmittel und Versorgung an die polnische Grenze, an die ukrainische Grenze fahren, und dann nehme ich Flüchtlinge mit zurück. Mhm. Der hat das geschafft. Habe ich ihn wieder getroffen. Der hat 4 von diesen Fuhren zusammengekriegt. Ich weiß nicht, wie viel. Der hat ziemlich viel Geld gesammelt auch und hat gestrahlt. Und hat 130 Flüchtlinge insgesamt mitgebracht und untergebracht in Köln, wiederum privat. Ja? Dem geht's super. Ja, so unterschiedlich kann das sein. Ich denke mir jetzt, das Reden drüber hilft wahrscheinlich dann auch und die Aktion setzen. Also bei dem, weshalb ich ihm was gegeben habe und ihm alle was gegeben haben, weil wir gesagt haben, der kann sich in die reinversetzen. Ne, der macht nicht die Geschichte mit dem Plüschtier und wududu, sondern hier, komm, es wird schon hinhauen. Ich habe es auch gemacht, es war zwischenzeitlich schwer, aber das kann man hinkriegen. Der gibt Zuversicht. Wie geht es eigentlich, wenn man sich 3 Jahrzehnte mit so einem, unter Anführungszeichen, schweren Thema beschäftigt? Hat man da manchmal Sehnsucht? Sozusagen, jetzt schreibe ich noch ein Buch. Sie haben noch ein Buch geschrieben, da geht es ums Thema Sterben. Das letzte Hemd hat viele Farben. Ja, da geht es um Trauer. Also, was ist ein guter Abschied? Darum geht es, wie wichtig ein guter Abschied ist. Ja, ich habe seit das letzte Buch in dieser Kriegsfolge ist geschrieben worden 2011. Also so lange. Danach habe ich aber nur noch Veranstaltungen gemacht. Und ich habe danach ein Buch geschrieben über Demenz, aber eins über, eigentlich habe ich dabei nochmal die Frage beantworten können, was sind eigentlich gute Einrichtungen, weil in Deutschland ist es wirklich katastrophal. So. Und insofern hatte ich nur gute Erlebnisse. Mhm. Wenn sie wirklich guten Demenzeinrichtungen sind, dann sind die Leute, die da arbeiten, also so eine Sorte habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht getroffen. Sowas von lupenreinen Humanisten, ja, Status nicht egal, Bezahlung nicht geklärt, Teamgeist noch und eine unendliche Liebe zu denen, die sie da betreuen, ne, und die sie begleiten. Also das war eine unglaubliche Bereicherung für mich, und es hat mich auch ein bisschen von meiner Angst, dement zu werden, so ein bisschen befreit, weil ich so die Zuversicht habe, dass ich in sowas, bei sowas landen könnte. Na gut. Das Zweite ist, ich habe einen Roman geschrieben. Jetzt denken Sie, oh, ja, eine Holocaust-Überlebende. Das war eine Freundin von mir, 25 Jahre älter, die hatte wirklich die Eltern ermordet und ihren Jugendfreund gefallen und hatte aber überlebt in Shanghai. Aber da auch noch unter schwierigsten Bedingungen, und da gab es letztlich auch ein Judenghetto. Egal, diese Frau war ein Knaller, wirklich. Wir haben beide hospitiert in der psychosomatischen Klinik, haben uns sofort super verstanden.
Und die hat mich auch sehr begleitet bei der Aufklärung, so bei der Recherche mit meinen Eltern und so. Da habe ich das sofort erzählt und die sagt, war handfest, pragmatisch und hatte einen unglaublichen Humor. Und deshalb ist dieses Buch, ich konnte das nicht, ich musste das auch in ihrem Sinne schreiben, ja, also ihre Lebensgeschichte, die sie im Rückblick, sie hat im Rückblick gesehen, dass sie nochmal ein gelungenes Leben führen konnte. Sie hatte diesen furchtbaren Verlust in der Mitte, ja, und danach hat sie wirklich vorher schon und danach ein gutes Leben gehabt und dieser Humor war einfach Gold wert. Sie und ihr Mann, das war immer klasse, mein Mann und ich, die wohnten 2 Stunden entfernt, komm, lass uns zu den Meyers fahren, wir wollen wieder lachen. Ja? Und, aber auch sehr, sehr natürlich, sehr tiefe Gespräche geführt und so, aber es war sehr, sehr lebendig bei ihnen. Und so habe ich dieses Buch auch geschrieben. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass es ja in Deutschland erschienen ist, ja, und dass das nicht zusammengeht. Das merke ich immer, wenn ich in so grün eingefärbten mittleren Städten bin und da Lesungen hatte und die mochten das nicht, dass man dabei lachen konnte. Wenn das schwere Thema dabei ist. Ja, die konnten das nicht. Das hat mich sehr bedauert. Da habe ich gedacht, Gerti, wenn du dazu hörst, was würdest du denen sagen? Gar nichts. Ja, gut. Also, Pech gehabt. Heißt das Mädchen im Strom, falls Sie das interessiert. Es ist ehrlich gesagt neben dem Demenzbuch mein Lieblingsbuch, weil es schöne Arbeit war. Aber wenn Sie jetzt kontaktiert werden, dann geht es um das Thema Kriegstraumata hauptsächlich. Manchmal auch Demenz. Demenz. Mhm. Haben Sie noch Sehnsüchte für die Zukunft, sich sozusagen einem anderen Thema auch noch zu widmen? Ja, ich sitze wieder an einem Roman, weil das ist zwar eine völlig andere Art des Arbeitens, aber inzwischen habe ich das auch handwerklich besser drauf als beim ersten. Das hat ungefähr 15 Jahre gedauert, bis ich dann einen Verlag gefunden habe. Das war auch nur ein reiner Zufall, dass mein Verlag das genommen hat. Der wollte das auch nicht, die erste Fassung. Und das war sowas von einem Rohbau, der konnte mein Talent da gar nicht erkennen. Sage ich jetzt mal so eingebildet. Da habe ich die Hilfestellung gekriegt, die ein Sachbuchautor haben muss, wenn er auf Roman wechselt. Ne? Ich habe gelesen, wenn es um die Epigenetik geht, dass man das irgendwie nachvollziehen kann, wie quasi in einer Lebensspanne Einflüsse in die DNA sich reinwursteln irgendwie, die dann auf mögliche Nachkommen sozusagen, ohne dass man sich auch kennenlernt, eine Auswirkung haben können. Mhm. Und als Beispiel wird zum Beispiel auch erklärt, dass bei den Bienen, Bienenköniginnen legen immer die gleichen Eier. Und je nachdem, wie die Bienen gefüttert werden, entwickeln sich unterschiedliche wiederum Bienennachkommen. Mhm. Also sobald eine Bienenlarve Gelée Royale bekommt, wird es eine Königin. Mhm. Und wenn es das normale Futter bekommt, wird es eine ganz normale Arbeiterin oder manchmal eine männliche Drohne. Dass man so, und das ist eigentlich faszinierend, dass nur die Ernährung, das Ei ist immer dasselbe, nur die Ernährung hat Einfluss, was dann rauskommt. Mhm. So als Beispiel für die Epigenetik. Jetzt haben Sie sich da ganz intensiv damit auseinandergesetzt und jetzt in Bezug auf uns Menschen, dass man das so, gibt's, haben Sie noch ein Beispiel oder irgendwas, dass man es nachvollziehen kann, was auch die Wissenschaft da für neue Erkenntnisse hat? Weil bei Charles Darwin war noch die Weitergabe ganz anders formiert. Ja. Also E-Mail-Kontakt wieder. Ich habe sehr viele Sachen über E-Mail erfahren. Da schrieb mir eine Neurobiologin aus Alberta, Kanada. Die stammte aus Gießen und sagte, sie hätte dieses Buch zur Inspiration immer auf ihrem Nachttisch liegen, weil sie hatte, diese Experimente mit Mäusen sind ungeheuer teuer. Die kosten mehrere Millionen Dollar, laufen über viele Jahre und jetzt, und auch die Auswertung, wenn die muss ja wissenschaftlich exakt sein, erfordert einfach ein solches Know-how, was man auch während der Arbeit erst entwickeln muss. Und sie sagte, habe noch nicht 100% raus, ja, aber das, was sich jetzt an Ergebnissen zeigt, ist weit mehr, als ich je mir habe träumen lassen, was tatsächlich bestätigt, was sie da geschrieben haben. Ja, nämlich diese Geschichte, dass die Mäuse, die während der Schwangerschaft
oder als Kinder traumatisiert worden sind, dass die Nachkommen haben, die mit Stress schlecht umgehen können. Ja? Und dadurch keine Lösungsmöglichkeiten haben, keine Erholungsmöglichkeiten haben, immer angespannt sind, ja? Und also eigentlich so reagieren wie so ein Kriegskind, was die ganze Zeit über immer noch irgendwie, oder gibt ja diese hochtraumatisierten Wehrmachtssoldaten, für die hat der Krieg nie aufgehört, ja? Aber es gibt eben, und das ist für Sie so wichtig, diese Abstufung, ja, weil so ist ja eben auch das Leben, ne? Dass nicht alle gleich hart geschädigt sind, aber sie sagt eben auch, die nur geradewegs so halb normal, halb gestresst sind. Auch bei ihnen zeigt sich diese Form der Weitergabe, Form der, aber alles minimalisiert und gleichzeitig reduziert und gleichzeitig auch diese gute Sache, dass dann die Nachkommen, dass so jemand auch geheilt werden kann, wenn er wirklich in ein gutes Milieu kommt. Ne? Und in Anbetracht dessen, dass jetzt gerade wieder ein Krieg stattfindet, das wäre, wenn man das jetzt sozusagen, wenn man zumindest dieses Wissen hat, man kann jetzt den Krieg nicht beenden, ja. Aber was wäre das für Hilfestellung auf aktuelle Konflikte bezogen? Aktuell kann man nichts machen. Man muss, sie meint immer 20 Jahre ist immer... Nein, kann man überhaupt nichts machen, außer dass man sich vielleicht nochmal durch den Kopf geben lässt, weil das Wissen, was Flüchtlinge brauchen, ist in Österreich und in Deutschland, weil das so lange her ist, nicht weit verbreitet. Ja? Da denke ich, wäre es gut, wenn man das beherzigt, was ich gerade gesagt habe. Ja? Aber wenn der aktuelle Konflikt ist, kann man den, ich weiß, dass man in Sarajevo während dieser zweieinhalbjährigen Belagerung Kinder eine Traumatherapie mit Kindern gemacht hat und wirklich die Ängste sehr reduziert hat. Kann man machen. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, Sarajevo blieb denen nichts anderes übrig. Die werden ja auch geflüchtet nach Österreich und nach Deutschland und weiß ich wohin, wenn sie die Chance gehabt hätten. Ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft, die im Krieg ist wie in der Ukraine, noch die Nerven hat, mit den Kindern Traumatherapie zu machen. Ja? Also da ist das Traurige, dass da geht es immer in erster Linie um das Existenzielle, ja, und die, klar, Aufarbeitung ist dann immer erst im Nachhinein. Ja, ne, es geht auch um Leben und Tod, ja, und dann ist das eben nachgeordnet, und das muss aber irgendwann später im Leben, ab 20 Jahre, müssen die wissen, wo, was sie tatsächlich erlebt haben als kleine Kinder. Ne? Vorsichtig, aber es muss dann irgendwie sein. Ne? Ja. Mhm. Und dann verfestigt sich das nicht. Ne? Irgendwie ein trauriger Ausblick in die Zukunft der Betroffenen. Nee, finde ich nicht, weil man es wirklich machen kann. Ich sage den Kriegsenkeln immer, ihr seid in meinen Augen, seid ihr Friedensarbeiter. Also Kriegsenkel sind die, die wirklich diesen ganzen Weg gegangen sind, ja. Und das sind auch die, glaube ich, die sehr gut Empathie entwickeln können. Ne? Also der Alex, der jetzt damit danach, der Bosnier, der da, das ist ein klassisches Beispiel, ne? War Patient über 2-3 Jahre und inzwischen kann er das, ne? Mhm. Super. Ich würde diesen Punkt jetzt gern nehmen, um mal ins Publikum zu schauen und zu fragen, gibt es Fragen oder Anregungen, oder gibt es jemanden, der vielleicht irgendwas erzählen will einfach? Muss nicht immer gleich eine Frage sein, man kann ja auch, vielleicht ist irgendwas. Gibt es bei der Bewältigung einen Unterschied, ob es Stadtkinder sind oder Stadtbevölkerung und die Bevölkerung am Land? Landkinder, ja. Ja. Also die kürzeste Formulierung ist Bombenkrieg und Stadt, ja, und Hungern Stadt. Also wir reden vom Zweiten Weltkrieg, ja. Landbevölkerung, wenn die jetzt in den deutschen ehemaligen Ostgebieten gelebt haben, sind sie Flüchtlinge geworden.
Und ich glaube allmählich, dass, und die haben nachher dann auch gehungert, wie sie dann in der DDR oder im Westen waren, in der noch nicht DDR. Also ich würde sagen, trotz allem ist der, bei aller Angst des Bombenkriegs und dieses Furchtbare im Luftschutzkeller, das ist einfach so traumatisierend. Aber das andere, die Heimat zu verlieren, glaube ich inzwischen, ist das alles. Also empfinde ich als das, was am längsten nachwirkt. Weil ich glaube, dass wir alle viel mehr mit der Heimat verbunden sind, als wir das glauben, als auf aufgewachsene mobile Gesellschaft. Ja? Also die Leute, die ich kenne, die am besten mit sich klarkommen, die kommen von irgendeinem Kaff aus dem Münsterland, ja? Müssen aber unbedingt zweimal im Jahr dahin und ihre alten Kumpel treffen, ja, und mit denen da sich rumerzählen oder mit einem oder zwei von denen mal eine Wanderung machen oder so. Ja, also das, da bricht die Verbindung nicht ab. Ne? Das eine ist, dass man die Eltern dann besucht, aber das andere ist, dass sie sich einfach gern in dieser Landschaft, in dieser Erde und dass sie ganz offensichtlich eine gute Erinnerung haben an das Aufwachsen auf dem Land, ne? Daran merkt man das. Und insofern, und ich glaube, das ist zumindest für Westdeutschland zurzeit etwas verloren gegangen. Dieses, also Sie hören das immer. Ja? Ich meine, wir leben, das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Flüchtlinge und das 21. wird es auch sein. Und wir wissen das alles kognitiv. Aber wir können es selten nachempfinden. Also es gibt tolle Bücher darüber und noch nicht so viele gute Filme kenne ich, aber man muss es sich wirklich, also ich bin über die Jahre dahin gekommen, dass es da tatsächlich, dass man ohne Wurzeln einfach, diese erste Generation ist einfach nicht angekommen. Ja? Und die zweite mit viel Glück, ja, und die dritte dann vielleicht doch, ja. Ich habe noch eine Frage. Hm. Wir sind da am Berg Isel beim Andreas Hofer, dem Tiroler Freiheitskämpfer. Und da sind wir bei einem Teil, nämlich beim Heldenepos. Mhm. Und wie geht es denn um den Helden? Weil wenn ich ein tapferer Indianer bin und keinen Schmerz kenne, und immer standhalte, dann kann ich auch durchkommen und zum Helden werden. Mhm. Ist eine Strategie, oder? Naja, oder ein Bedürfnis. Es gibt einen interessanten Roman von der Monika Maron. Ich weiß nicht, ob die bekannt ist. Und da geht es darum, ich glaube, das war ihr letzter. Und dann hat Surkamp den Vertrag gekündigt. Da sagt sie, geht es um einen Mann, der depressiv in der Ecke sitzt und sie kommt mit dem ins Gespräch, so Mittelalter. Und sie ist so eine Frau, ein bisschen älter als ich und schildert sich auch so als Schriftstellerin auf der Suche nach einem Thema. Und sein Thema ist, dass er noch nie eine Heldentat vollbracht hat, außer einen Hund aus einem brennenden Rapsfeld zu retten. Und dann geht sie dieser Frage nach und verschiedene Heldengeschichten bis zurück bis zum 30-jährigen Krieg. Und dann habe ich ein Interview mit ihr gesehen, mit dem, wie heißt er, Volker Weidermann. Der war damals, ist jetzt bei der Zeit, aber war Feuilletonmann beim Spiegel. Und der verstand die nicht. Das ist so ein richtiger, netter, intellektueller, emanzipierter Mann. Ja? Und der Verstand hat das Buch nicht kapiert. Ich, eine Generation älter, ich habe das sehr wohl kapiert. Ja? Also weil wahrscheinlich tatsächlich bei ihm das Bedürfnis, Held zu sein, nicht mehr da ist. Das ist genau das, was die Monika Maron, aber was sie stört als Ostfrau, weil sie sagt, wenn man dieses Bedürfnis nicht mehr hat, lässt man sich grundsätzlich zu viel gefallen. Also das ist schon ein heftiger Ausdruck, ja.
Aber es könnte sein. Also ich, das ist jetzt nicht ein Thema, was ich untersucht habe, ja. Nur, ich glaube einfach, wir müssen auch mal unterscheiden, ob die Heldenseite gefragt wird oder nicht. Und ich würde mir denken, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn sie noch irgendwo in den Genen verankert ist, ja, dass bei irgendeinem lebensgefährlichen Angriff mich jemand schützt, ja. Könnte doch sein. Ich weiß es nicht, ne? Aber ich bin nicht so, also ich bin erst durch das Buch drauf gestoßen, dass ich sagte, die Westdeutschen sind stolz drauf, dass die Zeit der Helden vorbei ist, dass die heroischen Zeiten sind vorbei. So äußern die sich in den Feuilletons. Überall. Jahrelang. Und ich dachte, habe da nie drüber nachgedacht. Aber sie als Ostfrau hat da eben was anderes im Blick, weil sie eben auch Konflikte kennt in Firmen zwischen West- und Ostdeutschen und stellt fest, dass die aus Ostdeutschland stammen, sich besser in so einer miesen Firmenkultur wehren können. Weil das haben sie gelernt, ne? Jetzt durch ihre Krisenerfahrung. Die war ja nun heftig. Ne? Einmal DDR, aber am heftigsten eben, was passierte nach dem Mauerfall. Mhm. Ne? So, ja, das ist die Geschichte von Helden. Sind Sie jetzt enttäuscht? Ich nehme an. ich verarbeite es noch, was die Antwort ist auf die Frage. Ich kann die nicht beantworten. Ja. Ja? Ich finde, es ist eine Frage, über die sich lohnt nachzudenken. Und, aber die nächste Frage wäre der Unterschied Mann und Frau. Haben Sie da... haben Sie mehr Mails und Briefe von Frauen bekommen oder Männern oder zieht sich irgendwas durch? Bei den Helden? Nein, allgemein, bei den Geschichten. 80% Frauen. Die Ihnen schreiben? Ja, 80%. Und ich gehe davon aus, oft geht es aber und um... Und die Veranstaltung inzwischen 60%, 40% Männer. Und das ändert, mit den Leserbriefen bis heute 80%, ja. Dass sich Frauen melden? Ja. Und geht es in den Geschichten, die dann beschrieben werden, auch um die Frauen oder spielen dann die Männer die Hauptrolle? Krieg spielt die Hauptrolle. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt wieder einen Brief gekriegt, ohne Adresse, das habe ich erst ganz schluss. Also ich habe das Buch gelesen, hier dieses, ja, nach fast 20 Jahren ist das für Sie ein neues Buch. Die schreibt mir das mit 85 Jahren mit Handschrift, krackelig, ganz voll, die nächste Seite noch voller. Dann sieht sie, dass der Platz knapp wird, dann schreibt sie ganz klein, ich konnte es irgendwann auch nicht lesen. Und dann habe ich entdeckt, dass sie keine Adresse mir dagelassen hat. Aber das war nochmal so ergreifend, ja, dass sie jetzt erst merkt, dass sie das alles gar nicht schuld ist, was sie in ihrem Leben verbeutelt hat. Und dass das und dann vorher geschrieben, was sie alles erlebt hat. Und ich würde sagen, sie hat, so wie sie es aufschreibt, kein Trauma ausgelassen. Ja? Mhm. Ja. Aber geht es da oft auch um loslassen können dann? Oder ach, warum das, dieses ja. Schuldsein? Warum spielt das dann, naja, wenn man... Die Kriegskinder, die traumatisiert waren, waren ja nicht sehr... Die hatten unheimliche Stärken, aber die haben auch, immer wenn irgendetwas sie tangierte, was mit diesem Geheimnis zu tun hatte, was ihnen selbst ja nicht bewusst war, ja, dann gingen die in die Verwirrung oder haben unsinnige Entscheidungen getroffen oder waren barsch, waren unangenehm. Also, soll ich nochmal ein Beispiel erzählen? Ja. Thema Misstrauen. Also ich persönlich kenne keine Generation, die so misstrauisch ist. Das waren die Eltern, Kriegserwachsene nicht und die Jüngeren sind es auch nicht. Und ich weiß von meinem Lektor, der hat vor 7 Jahren war das, ein Buch lektoriert von einem Autor, der schon ewig für ihn schreibt, auch so ein Kriegskind, was nichts ausgelassen hat und der auch wirklich gut das im Alter beschreiben konnte. Das ist wirklich ein Schatz gewesen, der Mann als Autor, weil es mal endlich einer sagt. Ja? Und der war auch Arzt und kompetent. Da war das Folgendes passiert, ne, das war dieses Redigiersystem, oder die machen ja immer Gegenvorschläge, die Lektoren, ne, in Texteingabe mit einem entsprechenden
PC-Programm und dann ist aus Versehen diese Taste gedrückt worden, dass das gelöscht worden ist. Das heißt, dieser Autor wusste nicht mehr, was verändert war und was nicht. Ja? Und der ist so ausgeflippt, ja? Am Telefon auch ausfallend geworden, ein richtiger Gentleman eigentlich, der Typ. Und dann hat man Lecter irgendwann gesagt, aber Herr sowieso, Sie tun ja geradezu, als hätte ich Ihnen Viren eingeschleust. Ja? Weil ich meine, eigentlich hätte er seinen Text einmal lesen müssen und, oder seiner Frau zu, dann hätte er gewusst, das ist nicht von mir, man weiß doch, wie die eigene Sprache ist. Aber der war fix und fertig. Der hat wirklich, und das meine ich mit Misstrauen. Ja? Das heißt, es ist immer sehr schnell eine Absicht verbunden, wenn jemand was schief macht, wenn jemand was daneben geht. Ja? Und das ist auch für die Kinder von Kriegskindern sehr schwer zu ertragen gewesen. Ja? Also dann so bis hin, du bist schuld, dass du erkältet bist, weil du hättest dein Spiel abbrechen müssen, dann hättest du keine nassen Füße gehabt und so weiter und so weiter. Ja? Mhm. Ja. Aber da beziehen Sie sozusagen die Ursache bei diesem Trauma in der vorgegangenen Kindheit. Ja, ja, weil das, meine Güte, Sie haben es nicht anders erlebt. In Notzeiten kriegt man solche Vorwürfe auch von Eltern, ja, die irgendwie gucken müssen, wie sie durchkommen. Und dann geben sie das unreflektiert weiter und so kann es passieren. Aber ich würde lieber aufhören, nicht mit den Sachen, die alle irgendwie schief laufen können, sondern es läuft auch unheimlich viel besser in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen. Mhm. Also einmal, dass dieses Kriegskinderthema wirklich und Trauma, Kriegskindertrauma wirklich in der Gesellschaft angekommen ist. Nicht unbedingt wie jetzt und diese, aber dass die gelitten haben und dass das wirklich auch länger anhält als der Krieg, das ist, glaube ich, wirklich angekommen. Ne? Ja. Und insofern ist es doch positiv. Mhm. Einmal noch die Runde, hat noch jemand eine Frage? Gibt's. Gut. Gut. Ich habe ein Zitat von Luise Redemann, Psychoanalytikerin, aufgeschrieben. Traumatische Erlebnisse sollen imaginativ zu einem guten Ende gebracht werden, was auch immer jeder damit anfangen kann, aus welcher Generation auch immer. Frau Bode, vielen Dank für den Besuch bei uns im Tirol-Panorama in Innsbruck und alles, alles Gute weiterhin für Ihr nächstes Buch auch. Oh ja, Beispiel. Das kann ich brauchen. Danke. Dankeschön. Danke.